So, hi zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play ArcheAge, dem deutschen Videomagazin. Der Tag bricht an, die Sonne geht auf über Ostera. Ich habe hier meinen Kaffee in der Hand und ich glaube, wir können jetzt endlich loslegen mit dem Bau unseres Speedboats. Vorher nehme ich aber erstmal ein Schlückchen. So. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt vorne an diesem Dock an diesem Steg meinen Dock errichten, so rum. Wie gesagt, ein einfacher Rechtsklick genügt. Ihr müsst halt darauf achten, dass ihr jeweils 10 Barren in eurem Inventar drin habt. Dann könnt ihr das Boot direkt hier so richtig schön reinknallen, so wie es jetzt Pest dann auch gemacht hat. Ich setze es jetzt genau hier hin. Jetzt kann man natürlich, wenn man das gerne ein bisschen anders da haben möchte, ich glaube, in der Richtung wird das Boot auslaufen, kann man es drehen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Ich stelle es einfach so hin. Das würde kostet mich jetzt natürlich nichts. Dafür zahle ich jetzt aber Materialien. Passt genau da unten jetzt auf. So, habt ihr es jetzt gesehen, jeweils 10 Barren und 10 wurden abgezogen und 10 Holzbretter. Und jetzt sehen wir hier unseren Speedboat-Dock. Lieselstock, 0%. Wie gesagt, ich habe jetzt 72 Stunden Zeit, diesen Dock zu bauen. Das sieht man an diesem Buff. Sobald diese 72 Stunden vorbei sind, ist das Dock zerstörbar und man kann sich dann einfach bedienen. Wenn man das Dock jetzt betritt, dann sieht man auch gleich, was man so benötigt für den Bau. Und zwar geht es hier los mit dem Holzpaket. F ist die Informationstafel. Da sieht man auch, wie das Schiff jetzt aufgebaut werden muss. Erst ein Holzpaket anbringen, dann ein Eisenpaket anbringen, dann ein Stoffpaket anbringen und zum Schluss noch 3 Vervollständigungsschritte, also 6 Arbeitsschritte insgesamt. Wie gesagt, die jeweiligen Crafting-Stationen dürften ja bereits bekannt sein und ich fange jetzt an der ersten Station an, mir mein Holzpaket zu bauen. Ganz wichtig ist, den Kleider muss man mittlerweile, soweit ich weiß, nicht mehr ausziehen. Der wird automatisch ausgepackt, wenn man dann an der Crafting-Station ein Paket erstellt. So, das sollte ich jetzt natürlich nicht fallen lassen. Gut, getötet werden kann ich nicht, das heißt, ich kann es gar nicht droppen. Und der Weg ist wirklich immens weit. Also ich glaube, im Westen gibt es, glaube ich, nicht so eine gute Stelle. Da muss ich mal gucken, ob ich mal alle so finde. Und mit viel Gehämmer geht's los. Ihr habt es ja bei Pest dann schon gesehen. Ich glaube, zu diesem Thema muss ich jetzt nicht mehr allzu viel erklären. Hämmer, Hämmer, die Hämmer, Hämmer, die Hämmer. Für einen unerfahrenen Baumeister ist es natürlich ein immenses Pensum an Arbeit. Wenn ich jetzt nämlich Holz hier hinschlage, das sehen wir jetzt am Ende des Arbeitsschritts, gibt es 25 Punkte für den Bereich Konstruktion. Konstruktion 150 haben wir nämlich jetzt hier diese Punkte bekommen. Als nächstes folgt das Eisenpaket. Das wird hier an diesem... an dieser Crafting Station gemacht. Na, Sabalot. Ah ja, hier haben wir es. Und weiter geht's. Damit wird dann verschwinden auch meine 100 Barren im Nirvana und ich habe ein Paket auf dem Rücken. Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, was es für ein Weg war, an diese Materialien ranzukommen. Relativ einfach zu meistern. Man muss halt immer dranbleiben und immer schön seine Arbeitskraft ausgeben. Dann kann man sich auch jede Menge Sachen sichern dafür. Und das Gehämmer geht weiter. Das Schiff wird dann quasi, ich glaube, in diese Richtung dann in See stechen. So wie es bei Pest dann eben auch war. Sunburn. Die Sunburn kommt von der Gilde so und so. Mit einem koreanischen Spieler an Bord von unserer Fraktion. Ja, wie gesagt, wie schon beim letzten Mal, es kann immer wieder passieren, dass mal ein Ruder aufkreuzt. Der für mich leider keine leichte Beute ist, ich bin vom Level her einfach zu niedrig. Ja, jetzt haben wir hier schon ein kleines Schiffsteil zu sehen bekommen. Ich finde es interessant, dass man hier einfach so in den Steg reinbauen kann. Also normalerweise ist das alles ein bisschen besser abgegrenzt in diesem Spiel. Ja, und mit dem Boot beginnt dann natürlich die große Freiheit. Ich weiß jetzt da gar nicht, wo man ja jetzt so genau anfangen soll. Wollen wir tauchen gehen, wollen wir exploren gehen, ich Handelsrouten fahren, ich jetzt steht mir das ganze Spiel offen, ich mache mir jetzt dann überhaupt keine Sorgen mehr erstmal. Wie gesagt, als nächstes Ziel würde ich dann gerne das eigene Häuschen in Angriff nehmen, vorher die große Vogelscheuche aufstellen und ganz am Anfang natürlich mir erstmal das Set craften, das ist dann die nächste große Aufgabe in diesem Spiel. Dafür brauche ich allerdings ein bisschen Kohle und die bekomme ich natürlich über das Fahren von Handelsrouten.
So. Ja, jetzt kommen, wie gesagt, die Finishing Moves. Ich stelle mich jetzt einfach mal kackendreist da oben drauf. Oh. So. Ins Gerippe mit der Strippe. So, das sieht jetzt etwas wild aus. Ich habe nichts gemacht, ich schwöre es euch. Ich werde hier einfach durch die Gegend geschossen. Ich bin nicht an der Tastatur. Ich habe jetzt hier meine Tasse in der Hand. Und mache jetzt die drei Finishing Moves für das Bötchen. Ah, ich freue mich. Ist immer wieder schön mit dem ersten Char, wenn man noch gar nichts hatte, dann wirklich sich sein erstes Bötchen zusammenzubauen. Man muss aber der Fairness halber sagen, am Release-Tag oder danach kriegt man natürlich die ganzen Materialien nicht zu solchen Traumpreisen, wie ich sie jetzt eben bekommen habe, weil ich ja erst nach Release angefangen habe, so richtig jetzt mit dem Zocken. Ach ja, Konstruktion, es ist herrlich. Wer weiß, vielleicht kann sich Liesel auch irgendwann mal den Traum vom Traktor erfüllen. Ich denke, dazu müssen wir auf jeden Fall auf Schatzsuche gehen. Dafür brauchen wir dann wieder Flossen und einen Taucherhelm. Der ist auch nicht ganz billig. Ach ja, da gibt es so viel zu tun noch. Jetzt aber, wie gesagt, mit einem Speedboat und der Geschwindigkeit, die man dadurch hat, stehen einem natürlich alle Wege und alle Möglichkeiten offen, sich hier richtig schön auszutoben. Ja, da ist es passiert. Die Segel sind noch eingezogen. Wie gesagt, die Segel sind jetzt individuell bestückbar. Ihr habt da jetzt die Chance zum Voting gehabt in den Videos. Wie gesagt, schreibt es mir einfach zu. Schickt mir eure möglichen Grafikvorschläge. Ich werde da noch ein Thread für aufmachen. Und sobald halt eben erstes gewählt wurde, werde ich ein individuelles Design an das Boot hinmachen. Ich brauche natürlich auch noch genügend Gold. Aber lang genug geredet. Hiermit taufe ich dich feierlich auf den Namen Let's Play. Und es geht zu Wasser im großen Stapellauf. Ach, ich freue mich so. Na super. Lass mich hoch. Mein eigenes Speedboat, hier ist es. So, und jetzt wird das ganze Schiff natürlich noch umbenannt. Es bekommt jetzt noch einen anderen Namen. Wie schon gesagt, die Let's Play. Da ist sie. Die Let's Play mit dem Standard-Einhornsegel, auf was es ja immer gibt, auf beiden Fraktionen. Und mit dem Standard-Einhornsegel werde ich jetzt erstmal eine Weile rumschwimmen, bis ihr halt eben ein richtiges Segel ausgewählt habt. Und jetzt entschuldigt mich, ich genieße jetzt erstmal die frische Meeresluft. Ihr seht ja jetzt hier links und rechts die Tauchersäcke, die müssen jetzt natürlich erstmal aufladen ein bisschen. Und ich kann es ja mal wagen rauszufahren und mal gucken, ob ich tauchen gehen kann. Auf jeden Fall kaufe ich mir noch ein paar Stundengläser für das Speedboat, weil mit dem nächsten Patch ist es ja dann so, dass die Gläser gecraftet werden müssen. Auch eine sehr gefährliche Angelegenheit, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Das hier vorne, was jetzt hier rechts auftaucht, hier an der Maus, ist eine neue Housing-Insel, die leider noch nicht bestückbar ist. Direkt vor der Küste hier gelegen, allerdings bereits in internationalen Gewässern. Das werden wir jetzt hier gleich sehen, da seht ihr es. Also hier ist auch, wie gesagt, offene PvP-Zone. Hier kann so ziemlich alles passieren. Das hat natürlich auch zur Folge, dass die Schiffswracks, die an dieser Stelle waren, nicht mehr existent sind. Klar. Ich denke mal, ich werde euch jetzt in dieser Episode noch ein bisschen auf dem Meer rumschippern und euch ein paar tolle Sehenswürdigkeiten des Südmeeres nochmal vorstellen. So, ihr hört schon an der wechselnden Musik. Hier wird mal eine Housing Area entstehen. Wie gesagt, mein Schiff muss ich mir jetzt natürlich noch auspacken. Das habe ich jetzt hier oben liegen. So, machen wir es erstmal weg durch das Warp Gate. Und wenn ich jetzt hier meine große Vogelscheuche übernehme, ihr seht es ja selbst, hier wird mal eine Housing-Fläche entstehen. Allerdings momentan. Ja, ihr seht es ja, im Moment kann man hier noch nichts machen. Alles noch rot hinterlegt. Da warten wir wohl auf einen Patch, beziehungsweise darauf, dass XL Games den Schalter umlegt, damit es dann endlich freigegeben ist. Ja, hier haben wir jetzt die Aussicht aufs Weite Meer. Im Norden sehen wir die momentan vorhandene Housing-Insel. Die ist auch schon mit Häusern bestückt.
und voll bis unter das Dach. Und da vorne ist dann auch schon die Sandbank. Zu der fahren wir als nächstes hin. Weil diese Sandbank, die hat tolle Features. Die hat zum Beispiel Muscheln, nach denen man tauchen kann. Das Muscheltauchen ist ja auch sehr wichtig im Spiel. Man braucht zum Beispiel die normalen Muscheln für die Muschelkiste aus Long Sand, beziehungsweise die seltenen Muscheln. Da gibt es dann auch eine Black Pearl, die ist richtig selten. Also nicht das Schiff Black Pearl, sondern die schwarze Perle selbst eben. Die braucht man zum Beispiel für die Herstellung des Teleskops für den Trader ab 10.000. Hier haben wir ein freundliches Handelsschiff von unserer Fraktion mit einer liebreizenden Dame auf dem Segel. Randvoll, die sind, glaube ich, auf dem Weg nach... Wohin sind sie auf dem Weg? Ah, ihr seht noch 22 Minuten Krieg jetzt hier in Golden Plains. Danach können hier wieder die Weizenkisten gemacht werden. Und hier sind weiterhin 5 Balken in Innis Tir. Da wird es auch nicht mehr lange dauern, bis Krieg ausbricht. So, hier haben wir auch den besten Freund des Spielers, die Qualle. Der muss ich erstmal ausweichen, weil von der lasse ich mich nicht gerne killen mit Stufe 20. Mit Stufe 20 zerhäckselt mich das Vieh. Ja, und hier ist dann auch schon diese Sandbank auf dem Meer. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht mehr verfolgt. Oh, ich werde doch noch verfolgt. Oh, fahr, fahr, fahr! Oh. Oh, out of fight. Jawohl. Na, Gott sei Dank. So, das hier ist die Sandbank. Und auf der Sandbank und im flachen Wasser neben der Sandbank kann man nach Muscheln tauchen gehen. Also der Black Pearl war natürlich auch eine super Finanzspritze für Liesel, weil die Black Pearl bringt, glaube ich, so 30, 40 Gold im Auktionshaus. Da können wir mal nachgucken. Und hier vorne ist auch dieses Mistvieh, dieses Elende. Und, ah ja. Ja, die kannte ich natürlich schon, ne? Aber wenn ich schon mal hier bin, ist es klar, auf dem Meer sind die Sehenswürdigkeiten eigentlich offensichtlich, bei denen es diese Münzen gibt. Oh, 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 Grafikbugs. Ihr seht's. Jetzt bin ich hier richtig unter Wasser. Und wie gesagt, hier vorne zwischen diesen Steinen können sich manchmal Muscheln verbergen. Allerdings muss ich auch der Fairness halber sagen, dass hier ist ganz schön abgefarmt. Hier sind sehr viele Spieler unterwegs, die nach Muscheln tauchen. Da kann es natürlich... Ah! Und es geht los. Muscheln ausgraben kostet 5 Arbeits... Wow, 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 wow. Ja, was ist denn jetzt das? Sind es die Rare-Muscheln? Ja, das sind die Rare-Muscheln. Hat's gemacht. Oh, das lohnt sich ja heute mal richtig hierher zu kommen. Oh, nein, die hat jetzt fast ausgebuddelt. Ausbuddeln ist natürlich schade. Ja, die hab's ausgebuddelt. Mist. Die war noch nicht fertig. Aber die ist auch fertig. Oho, oho, oho. Ja, schau mal einer. Guck, ne? Das ist ja interessant. Und nochmal 2. Die braucht man zum Beispiel für die Rare-Kiste aus Long Sand. Also ihr seht, es hat sich schon mal gelohnt, hierher zu kommen, weil alleine jetzt die 2 Muscheln sind schon 20 Silber beim Händler wert, wenn ich sie da verkaufe. Ja, die Schätze der See sind nicht zu verachten. Das ist ja wirklich schön. Kann ich euch zumindest mal ein bisschen was zeigen, wie die Muscheln aussehen und die ganzen anderen Sachen. Ich sage, ich habe halt im Moment noch kein Tauchgear, deswegen ist es anfangs sehr mühselig, hier tauchen zu gehen. Muss immer wieder hoch und Luft holen. Vorne sind auch schöne Delfine unterwegs, da werde ich dann auch mal hinschwimmen. Wir sehen, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Karte hier, wo ich mich bewege. Seht ihr schon, wie groß das Meer ist? Das Nordmeer müsst ihr dann noch sehen, wie groß das ist. Das ist dann wirklich der Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Muscheln. Muschel, Muschel, Muschel. Ja, und was soll ich sagen? Tatsache. Und es sind schon... Ne, das sind nur wieder normale Muscheln jetzt. Das sind jetzt die schwarzen, glaube ich. Die schwarzen Perlen da drin. Mal gucken. Nein. Es handelt sich um einen Muschelsamen. Ja, cool. Den habe ich sogar mit aufgelesen. Wenn ich jetzt eine Unterwasserfarm hätte, die natürlich auch noch auf meinem Programm steht... Könnte ich diese Muschel bereits in der Unterwasserfarm anbauen?
Also man hat immer beim Ausgraben, beim Sammeln von Muscheln die Chance, einen Samen zu bekommen, wie bei jeder normalen Pflanze eben auch. Ja, ist ja perfekt. Schöne Runde. Ich kann euch jetzt wirklich viel zeigen. Ja, hier ist es halt wirklich wichtig, dass man die Felsen umschmust. Weil die wachsen hier wirklich an den Felsen dran, die Muscheln. Also Perlentauchen ist normalerweise immer sehr ergiebig. Also wenn es jetzt noch heftig das Leuchten anfängt, dann ist es eine Black Pearl. Das kann ich gleich schon mal so weit sagen. Die strahlt richtig, die erkennt man schon aus einer gewissen Distanz. Und wieder hoch, da vorne habe ich schon wieder eine Muschel gesichtet. Wie gesagt, muss dringend Taucher ausrüsten. Der Taucherhelm erhöht halt eben die Tauchzeit um ein Vielfaches. Wie lange braucht denn die noch? 20 Stunden, lieber Gott. Die ist erst gespawnt, die ist erst gespawnt. Vorne ist wieder eine, die ist sogar schon fertig. Haha, fertige Muschel. Voraus. Luft holen. Und runter. Das ist ja mal richtig cool, ey. Ich hätte jetzt im Leben nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier was finde, ne? Das heißt, ich kann jetzt quasi diese Muscheln, also die werde ich jetzt einfach roh verkaufen, also im Auktionshaus, weil sie ja so schon von Haus aus so teuer sind, kriegt man sie leider nicht so gut los. Das kann ich ja noch mal kurz zeigen, wenn wir wieder zurück in der Stadt sind. Und vom Erlös des Verkaufs werde ich mir dann Rohleder kaufen und das werde ich dann zu Tauchersäcken. Hallo, Delfine! Hui! Da schwimmen sie alle rum. Wie gesagt, ich habe jetzt diese Unterwasserschatten und das Unterwasserglitzern habe ich abgestellt. Für erstens mal fürs optimierte Tauchen. Zweitens mal würde mein Rechner jetzt hier zusammenbrechen, wenn ich das anhaben würde. Deswegen sieht es jetzt nicht so spektakulär aus, aber wenn ihr mit vollen Einstellungen spielt, also das Unterwasser ist wirklich ein absoluter Traum. Absolut sehenswert. So, haben wir hier noch was? Nee. Also es kann auch nicht sein, dass hier überall was spawnt. Wie gesagt, unter Wasser könnt ihr auch sprinten, dann schwimmt ihr schneller, ne? Ganz klar. Verbraucht aber auch wieder Mana, ihr seht es ja selbst. So, jetzt haben wir hier noch eine kleine Steinformation. Ah, jetzt ruckelt es wieder ein bisschen. Aber hier ist auch nichts mehr. Jetzt kann es sein, dass da unten was ist. Da habe ich noch gar nicht so genau geguckt. Ich bin jetzt nicht so der große Muscheltaucher. Ich weiß nur, dass für einen kleinen Char Muscheltauchen schon eine Menge Moos geben kann. Aber mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und hier unten verbergen die Steine auch das ein oder andere Muschelgeheimnis. Aber sie tun es, glaube ich, nicht. Nein, hier sind keine Muscheln. Okay, dann würde ich sagen, ach ja, sehr schöne Impression. Ich liebe das ja, diese kleinen Effekte. Und die Unterwasserwelt wird mit dem nächsten Patch auch wieder aufgewertet. Ich habe da schon einige tolle, tolle Sachen auf dem Testserver gesehen. Aber Testserver-Spoils möchte ich jetzt auch nicht so viele machen. Ich werde halt immer möglichst den Content zeigen, wenn er halt eben live geht. Ich denke mal, das werde ich mir dann aufheben für nach EU-Release, denke ich mal. Weil da wird es für euch bestimmt sicher sehr interessant sein zu sehen, was es Neues in Korea gibt. Weil das kommt ja dann definitiv auch in irgendeiner Art und Weise auch auf uns dann zu in Europa. Und damit verabschieden wir uns erstmal von der Sandbank und fahren jetzt mal zur Felseninsel davor. Diese Felseninsel ist nämlich auch ein schöner Spot, um nach Perlen zu suchen, zum einen. Zum anderen ist es auch ein schöner Aussichtspunkt, den ich allerdings nicht besteigen werde, da habe ich keinen Bock drauf. Aber vielleicht findet ihr ja da oben mal was Tolles, wenn ihr mal selber live spielt. Jetzt macht mir das Let's Play einen Spaß, ich kann es euch sagen, ey, richtig toll jetzt. So die kleine Freiheit jetzt, das Speedboard hat halt eben genug Tempo, man hat ja hier diesen Informationsbildschirm hier unten. Er sagt jetzt auch 11,1 Meter pro Sekunde, das ist halt eine schöne Geschwindigkeit für Überwasser. Das hier ist übrigens ein Buff, der meine Ausweichwertung erheblich erhöht, wenn ich am Steuer stehe, dann kann ich nicht so leicht von Effekten vom Steuer weggebracht werden. Aber mit Stufe 20, naja, ich will jetzt mal nicht so viel sagen, aber mit Stufe 20 wirkt das eben nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Also was ihr jetzt viel sehen werdet in den Let's Plays, sind natürlich viele Aufgaben, die sich wiederholen. Eventuell spannende Momente, die sich dabei ergeben. Üble Situationen, aber
Ich hab, ey, es tut mir leid, ich habe keine Lust mehr zu questen, weil jetzt sollte man auch als Spieler, der da anfängt, auf einem Level angekommen sein, wo man sagen kann, jawohl, ich kann jetzt craften, ich kann jetzt exploren gehen, ich kann jetzt hier einsammeln und alle Sachen machen und so. Und zum anderen denke ich mal, die Zwerge, wer weiß, wann sie kommen, und ich würde dann schon gerne mit den Zwergen weitermachen, dann könnt ihr auch mal den Westkontinent noch ein bisschen sehen. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Vielleicht wird der Char ja mal 50, keine Ahnung, aber ich denke, momentan wäre es vielleicht besser, wenn ich da jetzt mal die Bremse jetzt erstmal reinlege, weil das Questen geht wirklich sehr fix, ihr habt es ja mitbekommen. So, ich hoffe jetzt mal, ich habe die Qualle abgehängt. Ja, und Mupfel Area ist zum Beispiel jetzt gleich hier. Also wenn man jetzt hier rumtaucht, aber das hier ist halt wirklich sehr, sehr, sehr stark befarmt, das ganze Gebiet hier. Ja, das natürlich auch mit gutem Grund. Hier wachsen jede Menge Muscheln, gerade hier unten auf dieser Ebene, zu der ich zum Beispiel jetzt schon gut runtertauchen muss. Oh, das sind ja ganz schlimme Grafikfehler. Ich glaube, diesen Rat des Zuschauers, der gemeint hat, ist mit diesem Speedfan. Das soll ich mir mal zu Herzen nehmen. Oder mir vielleicht jetzt doch langsam mal eine neue Kraka kaufen. Hier haben wir zum Beispiel so kleine Fischschwärme. Die habt ihr jetzt ganz leicht hinten gesehen im Hintergrund. Oh ja, da muss ich schon tauchen. Oder hier zum Beispiel, wie gesagt, im neuen Cartoon zum Beispiel wurde ein Bild gezeigt von einem Angler. Wer weiß, vielleicht kommt Fischen doch früher, als ich gedacht habe. Ich glaube, da werde ich die ganze Zeit nur noch mit Angeln beschäftigt sein. Ja, die ganze Zeit ist übertrieben, weil es wird ja Arbeitskraft kosten, das Fischen. Aber sobald Fischen Tag 1 wird hochgeskillt, da wird Fokus geangelt, das ist ganz klar. Ich liebe Angeln. Wenn sie es gut umsetzen, auf jeden Fall. Ist auch wieder die Frage, ist es einfach nur auf die Bobber klicken, wie jetzt zum Beispiel bei WoW? Oder ist es was Aufwendigeres, wie jetzt bei Final Fantasy zum Beispiel mit Meerestiefe bestimmen, ausrichten, je nach Zugkraft halt eben entgegensteuern? Man wird sehen, man wird sehen. Apropos Final Fantasy 14, da läuft da jetzt auch momentan die Beta. Und die Leute dürfen ja leider nicht drüber reden, aber meine Vögelein haben mir gezwitschert, dass einige Leute da anscheinend reingekommen sind, die auch sich bei uns im Forum aufhalten in der Community. Und ich bin immer sehr interessiert an Erfahrungsberichten, also wer mir ein bisschen mal sagen will, wie Final Fantasy 14 so wirkt und so ist jetzt in der Realm Reborn Version, kann mir gerne mal eine PN zukommen lassen, auch wenn es eigentlich nicht dürft. Also böse, 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 aber das ist eine Mupfel, die ist aber in 19 Stunden erst fertig. Wie gesagt, hier ist halt sehr befarmt. Da vorne haben wir 13 Stunden für eine Muschel. Und hier oben am Ufer haben wir eine, die fertig ist. Na, ist doch schön. Wunderbar. Ja, diese Pfeile sind teilweise auch ein bisschen doof, die zur Quest hinzeigen, ne? Manchmal nicht das Gelbe vom Ei. So. Gucken wir mal hier unten. Wie gesagt, die war mit Zeit. So könnt ihr halt immer schön mal Muscheln tauchen gehen. Das ist immer ein kleiner Nebenverdienst auf jeden Fall. Und wenn ihr ganz mutig seid, könnt ihr euch ja dann auch an die Long Sand Kiste wagen. Ich kann sie ja nochmal kurz hier im Window zeigen. Die Long Sand Kiste ist dann. Moment. Da ist die Muschelkiste von Long Sand. Ich habe ja momentan erst 8. 20 Stück bräuchte man dafür. So, ich muss jetzt wieder schnell zumachen. Ich habe nämlich Angst, dass ich meinen Atem verliere. Ja, wie gesagt, also Tauchequipment ist schon Must-Have. Ich habe jetzt immerhin schon mal den Tauchsack vom Speedboot. Der ist ja auch nicht ohne. Aber ich glaube, das war es auch schon mit den Muscheln hier. Hätte mich auch gewundert, wenn es mehr gewesen wären. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt mal ein kurzer Einblick hier hinten, was ihr jetzt seht. Das ist die deutsche Insel aus der CBT5, auf der wir uns diesmal nicht niedergelassen haben. Die ist natürlich auch sehr schön, kann ich auch wärmstens empfehlen. Da gibt es auch einige Geheimnisse zu entdecken. Und die Questreihe, die wir ja gespielt haben mit der Taucherkugel. Aber ich werde mich jetzt an meinen angestammten Homeport zurückbegeben. Ich habe eine Vogelscheuche zu versorgen. Und ich habe natürlich mich jetzt auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Die da wären, mir ein 20er Lederrüstungsset zu craften. Und natürlich mir Tauchsäcke zu basteln, weil ich unbedingt tauchen gehen möchte mit dem neuen Char. Weil es gibt keine schönere Finanzspritze als das Tauchen. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt hoffe ich mal, der Ladebildschirm dauert nicht allzu lange. Aber ich habe mich ja in diesem Leggy, in diesem, Le ich nenne es einfach nur noch Leggy Town, genau hier, Welcome to Leggy Town, da habe ich mich hier gebunden.
Ich habe jetzt auch wieder ein paar Sachen im AA verkauft in der Zwischenzeit. Das darf ich natürlich auch noch rausholen. Das ist ja ein paar Sachen, eine Sache genauer gesagt. Zack, das gab jetzt auch wieder ein bisschen Kohle. So, dann schauen wir mal, wie es uns so geht. Also auf meiner Vogelscheuche ist ja eh nichts drauf, glaube ich. Die habe ich ja die ganze Zeit vernachlässigt. Bitter, bitter, aber was will man tun? Ich würde halt schon noch gerne einen Platz für meine große Scheuche irgendwo finden. Das wäre natürlich auch subidubidu. Aha, was haben wir denn hier? Oh, ja, der bekannte geschenkte Gaul, ne? Dem schaue ich ja bekanntlich nicht ins Maul. Jetzt kann ich ja wieder meine Arbeitskraft frei verteilen. So, ich gucke da mal, ob meine Scheuche überhaupt noch da ist. Wo habe ich den Lieselbau? 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 Lieselbau! Hier ist der Lieselbau. Haha. Ach, wie gerne würde ich jetzt hier das Ding hinsetzen, aber es geht natürlich nicht. So, schauen wir uns mal das Crafting an. Wie gesagt, es geht ja bei mir um Lederrüstung. Lederrüstung Tier 1 benötigt Staub, natürlich fertiges Leder und diese Katalysatortränke, die man beim NPC kaufen kann. Ich kann jetzt mal kurz den Preis für vor allem diese Rare-Teile hier checken. Das ist natürlich jetzt von höchstem Interesse. Was bekomme ich denn für diese vier? 28 Silber pro Stück. Das ist sehr schön. Dann veranschlage ich jetzt einfach mal 90. Dann sind es 1,12. Ja, dann veranschlage ich mal 1 Gold 11 für diese vier Muscheln. Ihr seht es also, das ist doch ein kleiner Zugewinn jetzt. Ja, da gehen vier Stück für 3 Silber 80 raus. Wie gesagt, der geschenkte Gaul und so, ne? 3 Silber 80, da steige ich mit ein. Jetzt können wir nochmal kurz nach denen hier schauen. Wie gesagt, 82 Silber 40 sind die ja so schon wert. 20 Stück gehen raus für, also 11, 82 Silber, 88 Silber. Das wären jetzt 90 Silber und ganz ehrlich, da kriege ich mehr, wenn ich sie beim Händler verkaufe. Also fast mehr, aber das ist ja... Dafür mache ich keine Auktion auf, wisst ihr? So. Und wieder 82 Silber, die meinem Konto gutgeschrieben werden. Gut. Wie gesagt, jetzt geht es ja erstmal vermehrt ums Crafting. Das heißt, ich kann mal schauen, dass ich irgendwas relativ Lukratives jetzt bei mir auf der Scheuche anbauen kann. Ich habe natürlich auch nur begrenzt Platz. Lukrativ könnte sein natürlich eine Handelsroute, die ich selber fahren werde. Da werde ich mal gucken, was jetzt hier das Crafting so hergibt. Ich gedenke, wie gesagt, hier oben in Pipaport anzufangen. Das heißt, ich muss nach Vogelscheuchen, nach Crafting-Kisten gucken, die diese Qualifizierung hier erfüllen. Mit diesem Zeichen. Ach, ich mache immer Westkontinent auf, die Macht der Gewohnheit. So, das sind dann diese Kisten hier. Und ich habe dann zur Wahl, entweder 80 Mal Reis anzubauen, beziehungsweise 30 Mal diesen Rockgerste, ist es nicht Roggen oder Hafer, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dann schauen wir doch mal, ob wir die im Auktionshaus finden. Nicht im Auktionshaus, um Gottes Willen, ich meine beim Händler natürlich. Wow, was tue ich? Also, wie gesagt, ich habe die Wahl. Entweder 30 von, ja, wo sind sie denn? Oh, 7 Silber das Stück. Also das ist natürlich ein horrender Preis. Aber eine Wachstumszeit von 11 Stunden 26 Minuten. Da könnte ich dann quasi morgen früh das nächste Let's Play mit dem Abernten machen. Das sind natürlich schon Summen. Also wie gesagt, entweder ich nehme jetzt diese hier, da bräuchte ich glaube ich so 10 bis 12 Samen. Das wären 96 Silber. Und von dem hier, von dem Reis, bräuchte ich 80. Das wären dann so 30, 33 Samen. Die kriege ich gerade so auf die Vogelscheuche drauf. Das heißt, ich könnte mich 96 Silber plus die 50 fürs Zertifikat 1,46 und hier oben würde ich bezahlen 60 Silber plus die 50 fürs Zertifikat. Ich denke mal, da kann man damit eher arbeiten. Ich kann mir jetzt auch mal die mittlere Kiste noch angucken. Die mittlere Kiste sind 15 Äpfel und 2... Oh, nee, da brauchen wir gar nicht weiter zu gucken. Das bringt natürlich überhaupt nichts. So, Kriegsvorbereitung übrigens initiiert. Das heißt, ich muss langsam umloggen, weil wir dann, glaube ich, eine große Handelsroute fahren werden. Wir sind eh gleich am Ende des Let's Plays angekommen. Aber das Ansehen mache ich jetzt noch. Das heißt, ich habe mich jetzt quasi entschieden für den Reis. Und dann nehmen wir jetzt 30 Stück, würde ich vorschlagen. Da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, aufgrund vielfacher Nachfrage und vielen Wünschen werde ich jetzt das einfach mal hier auf meinen Blutungsschuss einfach mal drüber legen. Den Blutungsschuss ziehe ich so lange hier nach oben. Dann kann ich nämlich wirklich über die Hotbar pflanzen, damit auch das mal hier gezeigt werden kann.
Ja, der braucht eben, der braucht 3 Stunden 33 Minuten hier in dieser Region. Normalerweise würde er brauchen 4 Stunden 18. Das heißt, wir sind hier in einer tollen Zone, in der ich wirklich Getreide auch gut anbauen kann, weil schneller braucht, weil was schneller geht. Ist mir allerdings in dem Fall ziemlich egal, könnt ihr euch ja vorstellen, weil ich ja sowieso jetzt erst später wieder online kommen werde. Gut, Kriegsvorbereitung in Innistir sagt natürlich alles. Wir müssen jetzt unbedingt Kisten craften auf dem Westkontinent und müssen diese auch ausliefern. Hallo? Wieso darf ich... Ah, Line of Sight. Line of Sight von der Vogelschau. Hier muss man immer ein bisschen mitbeachten. Und im Weg stehende Mounts, die darf man auch nicht verachten. Was ganz witzig ist immer dieser Screenshot-Modus, da kann man hier ein bisschen rausscrollen. In dem Fall braucht man es nicht, weil ich ja relativ kleinen Radius anbaue. Jetzt ist wieder die Vogelscheuche im Weg. Seht ihr das? Das ist immer der Grund, warum es. Also, wenn ihr euch manchmal zu Tode aufregt, dann ist meistens die Vogelscheuche in der Line of Sight und deswegen funktioniert es nicht. So, ich denke mal, damit kriege ich jetzt das Feld gar nicht mal voll. Das macht aber nichts. Hauptsache, ich habe mal wieder was angebaut. Für eine Kiste reicht es auf jeden Fall. Mehr kann ich ja sowieso nicht gleichzeitig transportieren. Und dann wird es, denke ich, in der nächsten Folge dann eine Handelsroute geben. Und zwar von Pipaport über den Seeweg hinunter nach Ostera. Also quasi eine kleine, damit ich quasi zu ein bisschen Gold komme. Ich werde definitiv erstmal ein paar Goldruns machen, bevor ich mich auf die Münzen stürze. Das Gold benötige ich ja für das Craften meines Level 20er Sets. Ach komm schon. Ich kann damit jetzt so ganz umgehen, wenn es auf der Hotbar liegt mit der Maus, geht es dann immer klonk, klonk, klonk. Und hier muss ich dann immer so wegen justieren. Die ganze Sache. Wie gesagt, ihr müsst halt immer zusehen, dass er das relativ platzsparend anbringt, die ganzen Sachen. So, 8, 7. 6, 5, na, jetzt haben wir es doch bald. Zack. Ist jetzt egal, ich baue jetzt ein bisschen wild an, denke noch nichts dabei, macht es bitte besser als ich. 3, 2, 1. So, und fertig. Wie gesagt, nochmal kurz zur Vollständigkeit. 3 Stunden, 9, 3, 3 Stunden. Vorgießen, 2 Stunden 42 nachgießen wäre es und er ist jetzt dann auch schon etwas größer. Und das sind jetzt, wie gesagt, dann meine Samen, die ich dann ernten werde. Mit diesen Impressionen verabschiede ich mich von euch. Danke euch fürs Zugucken. Ab jetzt beginnt hier richtig, naja, nicht unbedingt Sandbox, aber Trade Routes und erleben das ganze kreative Spiel. Freut euch drauf. Dann begrüße ich euch dann zur Staffel 3 in Anführungszeichen in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.